So muss es sein. Jetzt kommt der Bürgermeister mit dem fetten Reim. Komm schon. Dem fällt gerade nichts ein. Oh, schade. So. Der Plan war, dass wir ganz viel rumtouren und dass es ein großes Casting gibt. Es gab Medienaufrufe im Internet, in der Zeitung, dass Mamis, Papis, Omis und Opis schreiben sollen. Ist aber nichts gekommen. Ist wirklich nichts gekommen. Keiner hat sich getraut. Es gab keine Einsendung. Da hatte ich so eine Initialzündung, wo ich sagte, hey, ich war doch schon mit 6 Jahren in Winzerland im Hugo, einem Jugendclub meines Herzens. Und dann bin ich vorbeigekommen, unter anderem auch bei dir, und da saßen wir am Kaffeetisch und habe ich euch das vorgestellt. Und dann haben wir alle wirklich an einem Strang gezogen als Team, haben gesagt, wir haben hier die Plattform, wir haben hier die Möglichkeit, wir haben hier Jugendliche, wir haben die Connection auch zu älteren Leuten, und so haben wir das quasi dann den letzten Monat ja auch hier im Jugendclub dann durchgezogen. 3, 4. Ich bin Familienvater und richtig stolz darauf. Ich hab zwei kleine Mädchen und die passen auf. Scheiße nochmal. Rhythmus war's. Ich finde, Streetwork ist eine ganz essentielle Sache, die gemacht werden muss. Und die gut ist, und ich unterstütze die ja auch, weil, wie gesagt, mein ganzes generelles Projekt in ganz Europa hat ja dieselbe Botschaft: Respekt, Toleranz, reden miteinander, komm klar auf den Boden, find deine klare Linie. Und wie gesagt, ich bin ein Teil davon und finde das toll und absolut klasse, die Zusammenarbeit. Ist so gut wie verloren, hier werden Kinderwünsche eingefroren. Jugendliche stürzen sich in Drogen und Alk. Ich frage mich, wer gibt ihnen heute noch Halt? Ich sehe Kids und Teenies allein im Kinderheim. Am besten lasse ich was mit dem Nachwuchs sein. Ansonsten war wirklich sehr cool. Ich bin wirklich sehr stolz auf jeden Einzelnen. Vor allem auch auf die Fans, von denen wir, also von den Leuten, die im Club nicht an dem Projekt teilgenommen haben, aber die wirklich mit den ganzen Monaten mit Respekt miteinander umgegangen sind. Meinetwegen auf, ja, also das Kamerateam, die Leute, die einfach aufgehört haben zu kickern oder aufgehört haben, zum Beispiel PlayStation zu spielen oder solche Geschichten, dass die wirklich gesagt haben, hier, die machen den Scheiß, wir finden es cool, da treten wir selber ein Stück zurück. Ich glaube wirklich, dass das Große und Ganze für alle die mitgemacht haben, die nicht mitgemacht haben, für die mitgemacht haben, auf die bin ich natürlich ganz, ganz besonders stolz, weil ich halt auch gesehen habe, wie der Anfang war, so, ich weiß nicht, oh, ich kann das nicht, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll, das Typische. Dann haben wir angefangen, der Text war eigentlich super schnell fertig und dann ging es eigentlich nur noch ans Proben und Koordinieren, und das war eigentlich das Schwierigste. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Ist ein richtig, richtig geiler Song geworden und der Refrain ist ein echter Ohrwurm. Egal ob jung oder alt, wir sind ein Team. Ziel an selben Strang, um Richtung Zukunft zu gehen. Einer für alle und alle für einen. Das ist nicht nur ein Spruch, denn genauso sollte es sein. Also ich muss sagen, es war eine schöne Zeit, wird auch bestimmt noch eine schöne Zeit bleiben. Yeah. Dankeschön. Und ich finde es einfach schön, mit den ganzen Leuten zusammenzuarbeiten und überhaupt. Ist klasse. Egal ob jung oder alt, wir sind ein Team. Wir ziehen am selben Strang, um Richtung Zukunft zu gehen. Einer für alle. Wir haben uns ja auch mal unterhalten, von wegen, dass das Projekt schon was ganz Besonderes ist. Warum? Man sieht ja, man hört ja viel auch aus Nachrichten, pipapo, dass halt viele, viele nicht so das Glück haben mit Eltern und sowas. Und von daher ist es halt extrem wichtig, dass so ein Projekt dann auch durchgezogen wird, damit halt Menschen darauf aufmerksam gemacht werden. Ey, das ist geil, was ich habe. Wenn wir das checken. Das beste Beispiel für mich ist Josi so ein bisschen. Familie heißt nicht immer Eltern. Familie heißt auch Freunde. Und Familie heißt die Leute, die man liebt und mit denen man umgeben ist und die einen wesentlich prägen. Das ist deine Familie. Und das ist auch der Kern von dem Song so ein bisschen. Sind es deine Eltern? Sind es deine Großeltern? Ist es vielleicht eine Pflegefamilie oder sind es Kumpels? Das, was dich am Leben hält, das, was dich prägt, die Leute, die dich umgeben, mit den du down bist quasi, das ist deine Familie. Was wir seit Ewigkeiten vermisst haben, ist, wir treffen pro Tag ungefähr 800 Kids auf Tourneen seit den letzten 4 Jahren und sind gleich wieder weg. Wir treffen die 3 Stunden und zack, sind wir weg. Und diesmal waren wir kontinuierlich, konnten quatschen, telefonieren, Spaß haben, mal einen Film gucken, rumalbern, Pizza essen, das tut verdammt gut. Wenn ich die Texte nicht gekannt hätte, ich hätte sie nicht mitgekriegt. Ja, also und keiner darf es merken, dass ich den Text nicht kann, denn das ist gerade eine Impro, Mann. Also ich war echt faszinierend. Also ich muss sagen, der Max zum Beispiel, also für das Alter, das ist der Hammer. Der stand hier, hat die Zähne nicht auseinander gekriegt, hat genuschelt. Und heute hat er
einfach nur eine Show gemacht. Also, es war schon krass so. Naja, Petra auch, das ist zwar nicht ihr Musikstil, hat sie ja auch offen und ehrlich zugegeben, aber die hat trotzdem, sagen wir mal, das Beste daraus gemacht, so. Die Zeit mit allen Leuten war auch toll, weil es war auch mal was anderes mit und haben auch andere Leute besser kennengelernt. Der Auftritt war auch super. Bin eigentlich auch mit Stolz auf mich, weil ich habe mich dafür gar nicht interessiert erst für Rap und so. Und dass ich jetzt drauf gekommen bin, so durch die beiden, fand ich schon cool. Also, aufgepasst. Ey, Josi, herkommen. Ganz normal wie immer. Schmaudi, ja. Petra, Max, ich eine Zeile. Dann kommt Refrain. Dann kriegst du deine Strophe. Dann fängt der Chris an. Dann kommst du. Dann kommt Maria. Dann kommt deine Frau. Und dann kommt André. Der ausschlaggebende Punkt ist, dass wir mehr oder weniger in dem Monat ja auch Freunde geworden sind. Alle. Weißt du? Also uns verbindet ja wirklich was. Und wenn das von jemandem kommt, also so ein Rempler auf einmal, das ist er von mir auch nicht gewohnt, weil ich einen Monat lang lieb war. Aber hier geht's halt um die Wurst und jetzt müssen wir halt hier ranklotzen und da habe ich keine Lust, hier irgendein langweiliges Gesicht zu sehen bei einer Probe. Das geht nicht. Ja, das sehen wir schon. Und hier an einem Strang gezogen, verstehst du? Wir sind ein Team, ziehen am selben Strang Richtung Zukunft zu gehen und die Zukunft ist rosig. Ich weiß nicht, was erleben aus. So. Ja. Ihr merkt es alle bei euch innerlich, geistig wie körperlich, ihr seid angespannt, ihr seid gereizt. Ist gut so, das nennt sich Lampenfieber. Ja. Mario, du bist am Ausrasten, das ist eine tolle Sache. Zeig dir, du. Ich geh also, voll ab. Was der Max zu wenig hast, hast du zu viel. Ja. Was hast du denn zu wenig? Ich fahr den zurück. Hier! Ich halte mich doch einfach, so Zappel, ich halte mich einfach nur zurück. Ja, sehr gut. Pass auf. Zieh am selben Strang, um Richtung Zukunft zu gehen. Einer für alle und alle für ein, das ist nicht nur ein Spruch, denn genauso soll es sein, egal ob jung oder alt, wir sind ein Team, ziehen am selben Strang, um Richtung Zukunft zu gehen. Einer für alle und alle für ein, das ist nicht nur ein Spruch, denn genauso soll es sein, egal ob jung. Ich bin total begeistert gewesen, ich habe heute schon zur Generalprobe die ganze Zeit wirklich durchgehend Gänsehaut gehabt. Wow, das ist klasse. Und ich finde auch, dass genau das das Ding ist, worunter ich Hip-Hop verstehe, dass man halt auch einfach kritische Töne so anschlägt und dann auch mal sagt, es ist nicht alles heile Welt, sondern du bringst dann deine Lebensgeschichte mit ein. So, es geht echt unter die Haut. Fand ich cool. Fand es sehr gelungen. Sehr schön. Von mir, Vater, und richtig stolz drauf. Ich hab's recht laut. Bra, 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 bra. Vollkommen in Ordnung. Achtung, 1, 2, 3, 4. Ich bin Familienvater und richtig stolz darauf. Ich hab zwei schlaue Mädels und die passen auf. Sie gehen noch zur Schule und sind schon richtig klug. Und wenn sie mal zicken, bekommst du einen Schuss vom Bug. Nochmal ganz kurz zum Song selbst. Wie gesagt, wir haben es wirklich alles komplett produziert, mit Beat und allem drum dran. Was ich cool finde an dem Song ist, dass er wirklich so viel widerspiegelt. Dass er sowohl das Positives widerspiegelt, von wegen Eltern, Kinder, Konflikte, Konfliktlösungen. Wie gesagt, bei Josies Strophe ist halt echt dieses, es ist nicht alles toll, aber es gibt halt ein dickes Aber, weil die Zukunft liegt vor uns und wir können nur das Beste draus machen. Wie gesagt, Familie bedeutet halt auch Freunde. Du hast nochmal so eine zusammenfassende Strophe, finde ich auch richtig, richtig geil. Kim hat auch riesen kritische Strophen, also kritische Zeilen, die halt wirklich sagen so, hier, ich überlege mir das nochmal mit den Kindern in die Welt setzen, wenn es hier so weitergeht. Du sprichst was ganz, ganz Tolles an, Arbeitslosigkeit. Dass es aber auch kein Grund ist, eben im Kreis zu laufen oder durchzudrehen, sondern halt wirklich zu sagen, hier, es geht sowieso irgendwann bergauf. Und das heißt, es ist halt wirklich Schmerz, Trauer, Liebe, Hoffnung, Zusammenhalt und ein Teamgedanke. Und das ist, wie gesagt, auch das, was für mich Hip-Hop bedeutet, nämlich nicht Battle oder Ausgrenzung oder irgendwas, sondern halt wirklich zusammenhalten, Brücken bauen. Und das haben wir mit dem Song geschafft und das ist geil. Nee, ist auf jeden Fall so ein freundschaftliches Grundgerüst aufgebaut worden und ich würde auch gerne daran festhalten. Wir sind in Jena, ich wohne in Winsala. Alles ist geil. Egal ob jung oder alt, wir sind ein Team. Ziehen am selben Strang, um Richtung Zukunft zu gehen. Einer für alle und alle für ein. Das ist nicht nur ein Spruch, denn genauso sollte es sein. Egal ob jung oder alt, wir sind ein Team. Ziehen am selben Strang, um Richtung Zukunft zu gehen. Einer für alle und alle für ein. Das ist nicht nur ein Spruch, denn genauso sollte es sein. Yeah, Dankeschön.